Meine Damen und Herren, auch ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich freue mich über Ihr Interesse. Es ist die erste Vollversammlung, die wir abhalten unter dem neuen Pontifikat von Papst Franziskus. Und wir alle erleben ja, wie Papst Franziskus Zeichen gesetzt hat, wie er selber nun auch engagiert sich in der Kirche einbringt. Und wir erleben auch, wie er nun uns ermuntert, ermutigt zum Dialog, wie er selber an die Ränder der Gesellschaft geht, um bei den Menschen präsent zu sein, die auf der Suche sind, Menschen, die Hilfe brauchen, Menschen, die selber noch ausschauen nach den Zielen dieser Welt. Und er macht uns da Mut und geht mit gutem Beispiel voran. Ich bin ihm sehr dankbar für dieses Beispiel. Und er ist nun auch dabei, Entscheidungen zu treffen, die dann auch in die Zukunft führen, etwa die Ernennung des neuen Staatssekretärs Parolin. Und damit ist auch ein Zeichen gesetzt, denn Sie alle haben erlebt, wie gut auch das aufgenommen worden ist, dass er diese Entscheidung auch getroffen hat. Wir wissen uns mit ihm verbunden und wir werden natürlich ihm auch von hier eine Grußbotschaft zusenden, so wie es bei uns auch üblich ist. Andererseits ist es die letzte Vollversammlung, an der der apostolische Nuntius Jean-Claude Périssé teilnimmt. Wie Sie wissen, ist der Nachfolger bereits ernannt. Jean-Claude Périssé ist seit 6 Jahren apostolischer Nuntius in Deutschland. Er kommt aus der Schweiz. Er kennt von dort etwa das Verhältnis von Staat und Kirche, das Staatskirchenrecht. Und wir haben da sehr viel profitiert. Er selber ist Jurist, Kanonist und hat auch dort Erfahrungen gesammelt. Er war zuvor apostolischer Nuntius in Rumänien und hat in den 6 Jahren, in denen er hier ist, sich bemüht, Kontakt zu vielfältigen Bewegungen, Begegnungen der Kirche in Deutschland zu suchen. Ja, ich muss sagen, er hat auch immer wieder ein großes Verständnis für uns gezeigt. Wir haben in ihm einen sehr, sehr guten Gesprächspartner bisher gehabt. Ich persönlich bin ihm sehr, sehr dankbar für diesen Dienst, den er geleistet hat. Und hat auch weiter in etwa in den konkordatären Regelungen zwischen den einzelnen Ländern und dem Vatikan, da hat er diese Linie weitergeführt, die wir in Deutschland haben. Wir werden heute Abend die Möglichkeit haben, ihn im Rahmen der Vollversammlung zu verabschieden. Er hat das selber auch so gewünscht. Und dann werden wir bei einem offiziellen Abschied in Berlin auch noch eine Gelegenheit finden, das auch nun wirklich zum Ausdruck zu bringen, was uns dankbar mit ihm verbindet. Denn er war jetzt nicht nur der Vertreter bei den staatlichen Gewalten, bei der Regierung, als Doyen des diplomatischen Korps. Er war zugleich ein Botschafter des Papstes hier in Deutschland. Und was besonders für mich erfreulich war, er hat einen vielfältigen Kontakt auch zu den Gemeinden gesucht und war dann auch immer wieder in Deutschland unterwegs, weil er mit großer Freude auch Gottesdienste gehalten, mit Menschen Kontakt gepflegt hat. Und es war ein sehr, sehr mitbrüderliches Verhältnis zwischen der Bischofskonferenz und ihm. Natürlich haben wir jetzt alle eine ganz neue Situation, die Sie auch erleben. Wir haben gestern das Ergebnis der Bundestagswahl mit Spannung verfolgt. Und ich muss sagen, und ich möchte auch an dieser Stelle der Kanzlerin zu diesem großartigen Erfolg gratulieren, denn sie hat sich engagiert eingesetzt. Und wir alle tragen natürlich Mitverantwortung auch an der Gestaltung des politischen, gesellschaftlichen Lebens in Deutschland. Ich bin persönlich beeindruckt, dass die Wahlbeteiligung weiterhin zugenommen hat. Und wir spüren damit auch, dass das Engagement der Bürgerinnen und Bürger darin auch zum Ausdruck kommt. Wir haben in unserem Wahlaufruf auch die Mitglieder unserer Kirche ermutigt, an der Wahl teilzunehmen und sich für die Wahl auch und sich zu engagieren. Und damit möchte ich auch denen danken, die bisher im Bundestag waren und jetzt nicht mehr im Bundestag sind. Und mein Glückwunsch gilt allen Abgeordneten, die jetzt neu die Verantwortung für Deutschland in Berlin dann in dieser Weise wahrnehmen werden. Sie werden verstehen, dass es mir nicht darum geht, jetzt einzeln besonders hervorzuheben. Allerdings gebe ich zu, dass ich es bedauere, dass eine Kraft, die ganzen Jahre über die Politik und Gesellschaft in Deutschland mitgestaltet hat, die Freie Demokratische Partei nun nicht mehr drin ist. Zumal ich selber ein gutes Verhältnis und persönlich zu Herrn Dr. Rössler hatte und wir auch viele Fragen direkt besprechen konnten. Denn das ist natürlich damit ein Verlust für Deutschland, wenn eine solche Kraft nicht mehr im Bundestag vertreten ist. Es wird nun die Aufgabe sein, bald möglichst eine Regierung zu bilden, die auch wirklich die Dinge, die anstehen, kraftvoll in die Hand nimmt. Denn es sind viele Fragen, die in Deutschland da sind. Oder denken Sie an die Europapolitik, denken Sie an die Sicherung des Euro, denken Sie an das, was international auf eine Regierung zukommt. Insofern hoffe und wünsche ich, dass wir bald eine neue Bundesregierung haben. Natürlich wissen wir alle, dass die jetzige Regierung, bis die neu im Amt ist, dann auch ihre Aufgabe weiterführen wird. Aber das ist unser aller Sorge.
Wir stehen mitten noch im Dialogprozess unserer katholischen Kirche. Ich habe im Jahr 2010 bei meiner Rede bei der Herbstvollversammlung diesen Dialogprozess angeregt. Wir haben nun vor gut einer Woche das neue letzte Dialogforum in Stuttgart gehabt zu dem Thema Liturgie. Damit haben wir Halbzeit, denn es stehen noch andere Themen an. Wir werden bei dieser Herbstvollversammlung dann eine Zwischenbilanz ziehen. Wir werden schauen, wie weit wir gekommen sind, was dieser Dialog wie uns vorangebracht hat. Und ich persönlich bin sehr dankbar dafür, dass in einer großen Breite die Kirche in Deutschland noch wirklich erfasst hat. Und wir alle spüren, wir sind im gemeinsamen Hören auf dem Weg in die Zukunft, als pilgernde Kirche, als hörende Kirche, als dienende Kirche, die sich ihrer Aufgabe einfach heute stellt und in den Blick nach vorne richtet. Wir werden hier eine Auswertung vornehmen, eine Zwischenbilanz ziehen, um danach zu schauen, wie dieser Weg selbstverständlich weitergeht. Und ich spüre auch, wie immer in immer mehr Diözesen auch dieser Dialog angekommen ist. Und gerade von Papst Franziskus fühlen wir uns sehr bestärkt, denn er ist es, der ja sagt, es ist wichtig, dass wir aufeinander zugehen, dass wir gemeinsam den Weg in die Zukunft führen. Und er selber sagt auch, es gibt keine Alternative zum Dialog, zu diesem Weg, den wir in der Kirche gehen und den wir auch in der Kirche nun eingeschlagen haben. Natürlich hat jede Vollversammlung, jede Versammlung der Bischöfe eine ganze Reihe von Themen. Ein Thema, das uns diesmal sehr stark beschäftigen wird, ist die Fortführung der Sozialinitiative, die wir gemeinsam mit der evangelischen Kirche bereits im Jahr 1997 erstmals gestartet haben. In diesen mehr als 15 Jahren hat sich vieles gewandelt, auch in der Gesellschaft. Es sind auch ganz neue Fragen in Europa dazugekommen, bis hin zur Frage etwa der Finanzkrise, der Wirtschaftskrise, zur Frage der Stabilisierung des Euro. Wir haben einen Entwurf hier vorliegen, den wir beraten werden. Und die evangelische Kirche, EKD, tut das Gleiche. Und dann werden wir in einer kleinen Redaktionskommission, denke ich, das Ganze auch zu Ende führen, weil wir damit eben auch unsere Verantwortung für die Gesellschaft und für die Gestaltung der Gesellschaft nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa Rechnung tragen wollen. Das wird uns beschäftigen in diesen Tagen. Wir werden auch die Frage ansprechen, wie es nun mit den liturgischen Büchern weitergeht. Wir werden hier noch keine Entscheidungen treffen. Die Kommissionen haben ihre Arbeit abgeschlossen. Wir werden diese Arbeit nun entgegennehmen von der Kommission und dann mit der Konferenz, der Schweizer Bischofskonferenz, der Österreichischen Bischofskonferenz, dann gemeinsam schauen, wie wir den Text weiterarbeiten, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Aber die Arbeit dieser Kommission, die eine stark, eine engagierte Arbeit war, sie hat sich gelohnt und hat für mich doch sich zu einem guten Ergebnis gekommen, dass wir nun jetzt auch, denke ich, im Laufe des nächsten Jahres gemeinsam mit Österreich und der Schweiz dann auch abschließen werden. Fragen stehen immer wieder da, das ist klar. Und insofern werden wir uns diesen Fragen natürlich auch beschäftigen. Und wir spüren alle, dass in der Presse nun breit diskutiert, auch die Frage nach der Zukunft von Weltbild des Fieses Verlages uns alle auch beschäftigt. Es sind nun 12 Diözesen, die Anteile am Weltbildverlag haben, dazu der Verband der Diözesen Deutschlands und wir wollen und das Militärbischofsamt. Sie merken natürlich, das ist eine Trägerschaft in einer großen Breite und wir wollen nun alle einbinden, die nun in dieser Verantwortung tragen als Anteilhaber. Und wir haben deswegen den Mittwochvormittag für diese Frage uns voll vorgenommen, sodass alle 27 Diözesanbischöfe, dann aber auch die Fachleute, Fachleute aus den einzelnen Diözesen gemeinsam beraten werden, wie wir tatsächlich auf die Situation antworten können, dass wir einen Verlag haben, der vieles leistet, der viele theologische Bücher verbreitet, der in vielen Familien auch präsent ist, der aber im Rahmen dieser Umstellung, die den Buchhandel insgesamt betroffen hat, der in diesem Rahmen auch schauen muss, wie der Weg in die Zukunft führt. Sie werden verstehen, dass ich kein Ergebnis vorwegnehmen kann, aber die Tatsache, dass wir uns den ganzen Vormittag Zeit nehmen, die zeigt, dass wir die Frage ganz ernsthaft auch miteinander besprechen. Das sind auch viele Überlegungen im Vorfeld gelaufen und es geht uns darum, einen Weg in die Zukunft für diesen Weltbildverlag auch zu haben, weil wir spüren, dass das auch etwas Wertvolles ist und wir sind nach wie vor daran zu schauen, wie die Stiftungslösung, die wir beabsichtigen, auch in die Tat umgesetzt werden kann und im Rahmen dieser Frage, dass Geschäftsteile verändert werden können, sind wir natürlich auch in die ganze Umstrukturierungsfrage der ganzen Verlage in diesen Bereichen auch mit hineingekommen. Das wird Sie selber wohl nicht wundern.
Ich werde hier immer wieder auch gefragt, ja, wird die Bischofskonferenz auch mit der Frage Limburg beschäftigen? Wir wissen, dass in Limburg durchaus für uns eine schwierige Situation da ist, die bedrückend ist für den Bischof, die bedrückend ist für viele in der Diözese. Diese Sache steht nicht als Thema auf der Vollversammlung, denn hier ist nun auch einiges geschehen, was Sie selber wissen. Es war Kardinal Aiolo da, der eine Woche lang sich in Limburg aufgehalten hat. Er hat viele Gespräche geführt mit den Betroffenen, mit verschiedenen Seiten, mit den Verantwortlichen. Und er hat nun auch gemeinsam ein vereinbart mit Bischof und Domkapitel, dass in diesen 7 Punkten auch der Weg für die Zukunft dort weiter festgehalten wird. Und er hat zugleich mich gebeten, im Namen für die Deutsche Bischofskonferenz, dass wir eine kleine Arbeitsgruppe einsetzen, die einfach die Fragen, was nun dieses Haus, das diözesane Haus St. Nikolaus gekostet hat, dass wir das offenlegen. Ich persönlich bin im Augenblick dabei, diese Expertengruppe zusammenzuführen. Da werden Finanzfachleute sein, da werden Baufachleute sein, da werden innerkirchliche Juristen mit drin bei sein. Und es ist unser Ziel, dann ganz klar offen darzulegen, objektiv, was nun das Ganze auch gekostet hat. Dass ich im Augenblick dazu nicht näher Details sagen kann, das werden Sie verstehen, denn diese Arbeitsgruppe muss tagen. Ich habe in den letzten Tagen jeden Tag irgendwelche Gespräche mit Personen geführt, die dafür in Frage kommen. Denn Sie werden verstehen, der so eine Aufgabe übernimmt, will natürlich auch wissen, was das heißt an Arbeit, was das heißt an Verantwortung. Aber ich wollte Ihnen auch sagen, wir sind dabei und das auch wirklich mit in die Tat umzusetzen, was uns Kardinal Aiolo auch aufgetragen hat. Ich bin ihm, der selber apostolischer Nunzius in Deutschland war, den ich von der Zeit her auch gut kenne, dankbar, dass er diese Aufgabe übernommen hat, dass er sich engagiert eingebracht hat und dass er gezeigt hat, wie wir im Gespräch miteinander auch tatsächlich Wege suchen können, die auch dann in einer schwierigen Situation einen Weg des christlichen Miteinanders zeigen. Und da ist es nun auch unsere Aufgabe, entsprechend auch das für uns Mögliche und das Nötige auch zu tun. Und ich bin zuversichtlich, dass wir in diesen Fragen auch überall ein Stück weiterkommen werden. Ich werde jetzt nicht alle einzelnen Punkte, glaube ich, hier aufzählen müssen, denn wir werden am Freitag ja den Pressebericht auch viele Details dann Ihnen auch nochmal berichten und möchte von meiner Seite auch diese Punkte benennen und bestehe auch für Sie jetzt dann zu Fragen zur Verfügung.